Ich bin Henning. Frieder Behringer. Der Moritz. Sohn von Johannes. Der Vater von dir. Der Johannes ist mein Sohn. Ah. Ich mag immer beide einfach in der Küche. Seid ihr her? Nee, Hamburg, nee, Laumburg. Laumburg ist mir ein Begriff. Ich kann unterwegs Geschichte und Geschichtchen erzählen, dass der Unimog lebendig wird. Dann sehr gerne. Und wenn es losgehen soll, müsst ihr das auch sagen. Es geht los. Es geht los. Jetzt. Okay. Wir haben hier das neueste Modell, das hochgelenkige, geländegängigste Unimog. 5,1 Liter Hubraum, 230 PS, 4 Zylinder. Früher nahm man ab 150 PS 6 Zylinder, aber aus Platzspargründen und Energiespargründen macht man die Bohrung größer und hat die gleiche Leistung. Und das Fahrzeug hat ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmeter. Wobei wir heute beim heutigen Actros schon bei den neuesten bei 3000 Newtonmeter sind. Nur für dieses Fahrzeug langt also die 900. Wir fahren in Schräglage, ca. 20 Grad, 38 sind möglich mit diesem Aufbau. Habe ich einen Kran oder einen Kofferaufbau drauf, verlagert sich der Schwerpunkt und somit mein Neigungswinkel. Ist knapp das Doppelte. 38 ist fast das Doppelte, ja. Richtig. Wie viele Steigungen haben wir hier jetzt? Die haben wir noch gar nicht, weil wir nämlich rechts abbiegen. Ach so. Und gleich die 100%, sprich 45 Grad nehmen, sofern es uns nicht zu nass ist oder zu matschig. Aber das erste Mal. Ah, das ist Wahnsinn. Man steht vor einer Wand, man hat Angst, dass man mit einem Unimog gegenfährt. Ah! Ja, das habe ich befürchtet. Also wo bin ich gerade runtergerutscht, Henning? Also wir stehen hier gerade an der 45 Grad Wand, 100% Steigung. Es ist sehr nass heute Morgen. Ja. Schmierig. Und wir haben hier halt so einen lehmigen Boden. Wir holen jetzt nochmal richtig Schwung und dann geht das auch. Okay, warte. Geil. Wir haben einen Unimog. Diese Hügel waren 2009 interessant. Ja. Bringen Sie uns Ihr Fahrzeug rein, die Abwrackprämie ist garantiert. So, der Unimog früher viel im Wald eingesetzt. Deshalb vor uns symbolisch die Baumstämme. Und dann fahren wir jetzt schwebend drüber über den ersten. Wenn ich dann ein Auto voll Teenies habe, warum so langsam? Dann sage ich, ja, das kann ich euch sagen, denn sonst geht's so. Das waren 8 Stunden Kilometer. Das ist schon ganz schön schnell. Nichts knallt. Man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man da so schnell rüberfährt, ne? Wir fahren jetzt die Treppen hoch. Ja. Ich hoffe, dass ich hochkomme, aber da müsste ich es schaffen.
Hast du jetzt rückwärts geschaltet oder runtergeschaltet? Nee, runter. Ich schalte jetzt runter. Ich muss jetzt gucken, was er mal macht. Wenn er nämlich anfängt zu rutschen, dann darf ich natürlich nicht bremsen, sondern Gas geben. Gas geben. Das ist Wahnsinn, was wir für eine Traktion mit diesen Reifen mit so viel Luftdruck entwickeln, obwohl wir hier auf so einem lehmigen Boden haben. Lässt der Luftdruck runter, oder? Wir haben ja Reifendruckregelanlage, ist ja gar kein Problem. Wir lassen einfach Luft ab. Dann hängen wir gleich noch einen Flug an und dann fahren wir flügen. Aber wir können ja über... Okay, komm, ich probier's. Ich werde rückwärts hochkommen. Wie viel Steigung ist das hier? 65%. Boah. Man sieht den Boden wie eine Wand vor sich. Ja, also... Das ging doch, oder? Wir haben einen Unimog. Wir haben einen Unimog. Und wie oft machst du sowas am Tag im Museum? Zwischen 10 und 50 Fahrten. Und hast immer noch ein Lächeln im Gesicht? Ja. Jedes Mal aufs Neue. Wir fahren jetzt hier über die Mauer. Vorne im Spiegel sieht man, wie es die, was Verwindung heißt. Ich kann auch stehen bleiben. Da sieht man es ganz genau. Also wir stehen jetzt hier über ein Mauergefährt und das soll zeigen, dass wir, was Verwindung heißt. Nämlich die Britze steht gerade, neigt sich nach links und das Fahrerhaus, das nur an 6 Schrauben am Rahmen festgemacht ist, steht gerade. Und das kommt durch die Verwindung, das heißt die Beweglichkeit unseres Rahmens. Das ist das Geheimnis und das, was denn, oder Zwischenzeit ist keins mehr, was den Unimog damals auszeichnete und heute auch noch. Der C-Tross hat ja auch den offenen Rahmen, der auch verwindungsfähig ist. Ganz, aber wesentlich weniger. Ja, das ist klar. Wesentlich weniger als der Unimog. Ja. Richtig, so. Der Aufbau hat sich gerade um 20 cm hinten drauf einmal mal von links nach rechts geschoben. Alles vollkommen in Ordnung. Wir denken, wir kippen hier um, wir haben 20% Steigung gefährdet. Neigung, so war das. 38 können wir könnten eigentlich das Doppelte fast. Ah, oh, herrlich ist das! Ein Großelternpaar kam mit einem Kind, das Glasknochenkrankheit hatte. Kann das Kind mitfahren? Mal abgelehnt. Dann hat mein Sohn Johannes die Idee, Papa, wir fahren außenrum auf der Straße. Das war für mich das interessanteste und positivste Erlebnis, wie wir dann um das Museum herumgefahren sind und auf dem Parkplatz das Leuchten des Kindes, dass es da mitfahren konnte. Schön. Ja. So, das ist die Runde im Unimog Museum für die Besucher. Die wir jetzt gefahren sind. Das war schon ganz schön steil. Für das wird der Unimog gebaut, dass er diese Geländegehigkeit zutage bringt. Und wenn man überlegt, die Grundkonstruktion des heutigen Unimog ist identisch mit dem von 1946 bis 1949 entwickelten Unimog. Offener Rahmen, Ringfedern,
Portalachsen. Genau so ist es. Schubrohrtechnik, das ist alles geblieben in verfeinerter Form. Das Getriebe ist natürlich elektronisch pneumatisch. Früher war das rein mechanisch. Das ist der große Unterschied. Und den ganzen Tag hier auf dem Parcours mit diesem Fahrzeug, gefederte Sitze und so weiter, ist natürlich angenehmer wie unsere über 30 Jahre, fast 40 Jahre alte Doppelkabine. Keine Federung in den Sitzen, nichts und dann noch Schalthebel. Dann merkt man abends nach 8 Stunden doch seine Schulter vom Schalten. Ich hoffe, dass es recht war. Ja, sehr. Vielen, vielen Dank.